Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei unserem Verhungermarathon bei Don't Starve mit dem lieben Bayerwald wieder. Hallo. Und wir laufen eine Runde ums Lagerfeuer. Mein Männchen schaut übrigens aus wie hier typischer Bayer. Wurzelzwerg hier. Ja, kommt nah dran. Du musst dich echt mal rasieren, würde ich sagen. Ah, nix da, rasieren ist was für Weicheier. Ja. Mach ich im wirklichen Leben nicht, also warum soll ich es hier machen? Na gut. Ich habe hier noch ein bisschen was zu futtern, habe ich noch. Seeds. Ach, hier ist was. Das ist hier Kohl. Harvest Corp. Zack. Ah, ich habe hier Korn. Jetzt muss ich aber die Seeds sammeln, gell? Habe ich jetzt gerade meine Seeds aufgegessen oder was habe ich gemacht? Hm, geil. Minecraft. Minecraft Noob. Ich suche mal noch ein paar Seeds, weil. Ach jetzt, hier habe ich jetzt Seeds. Auf einmal. Ach so, dann hast du vielleicht meinen, den ich gerade... Ach so. habe ich denn dir in die Hand gedrückt? Das kann natürlich auch sein. Ja. Er hat gepflanzt. Wie schaut es hier aus mit unseren Fallen? Nix. Hier ist Holz. Ist mehr Axt? Ja. Oh, jetzt sehe ich aber auch Geister. Ach so, ja gut. Ach, krass. Ich bin der Einzige. das Korn muss man braten, oder? Das was? Das Korn, ja. Das gibt auch einen Kochpot. Den hatte ich gerade schon mal gesehen und wollte mal gucken, was wir dafür brauchen. Was ist das hier? Nix. Ah, das ist bestimmt bei Nahrung. Warte mal. Krogpot. Stein. Was ist denn das hier? Charcoal und Twigs. Okay. Ich sammle mal hier wieder Gras ein. Wenn wir genügend haben. Ah, hier ist Scheiße. Nehme ich auch mit. Ja, Scheiße ist immer gut. Hier ist auch nochmal Scheiße. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist? Oh nein! Geh mir nicht drauf jetzt. Ich hab da ein Problem. Und das heißt Baum. Echt? Warte, ich komm. Halt! Du blöde Sau! Ich bin hin. Bin im Arsch. Ich auch. Achso, gut, okay. Everyone is dead. 9 Tage haben wir überlebt. Das war jetzt eine kurze Folge, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, das war eine sehr, sehr kurze Folge. Ziemlich überraschend, weil ich wollte eigentlich nicht den Büffel hier angreifen. Ich wollte eigentlich nur die Scheiße haben. Tja, ja, wir können ja schon mal resetten. Mal gucken, was denn passiert. Ach so, dann gibt es eine neue Welt. Aha, gut. Ja, dann fangen wir die an, das wäre ja langweilig. Ja, oder? Ja, die Folge machen wir jetzt schon noch. Machen wir denn. Es macht auf jeden Fall scheiß Laune, das Spiel. Also zur Erklärung, mich hat gerade einen Baum angefallen. Aha, gut. Ich der will ist aber lebendig geworden. Ich glaube, ich mache jetzt einer Wolfgang. Achso, ist afraid of. Ach, hier, get stronger. A full bell. Aha, gut, was hat die hier? Twin Sister. Die haben verschiedene Eigenschaften. Ja. Can't sleep, hate spoilers, self-published books, know many things. Get stronger with a full belly. Nee, ich bleib bei Willow. Ich nehm auch hier den Wilson wieder. Wilson! So. Ja. Na dann, willkommen zurück. Tag 1. Schauen wir mal. Gerne einsammeln hier. Gucken, wie lange das wir überleben. Ist das wieder die gleiche Map? Zumindest ist er nicht aufgedeckt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind eigentlich immer random gewesen. Also. Hier ist eine Tür. Eine Tür? Ein Haus mit einer Tür. Da rennt jemand. Schweine. Ja, irgendwas rennt hier rum. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hoch sollte. Ich glaube nicht. Die Schweine sind aber die greifen eigentlich, glaube ich, nicht an. Also Schweinemenschen oder sowas. Ah, ja. Wir hier. Die kann man zumindest, also ich kann es natürlich jetzt auch immer nur sagen, von dem Hauptspiel, man konnte die irgendwie anfüttern und dann haben die einen beschützt. Ach so. Das sollten wir vielleicht da oben bleiben, ha? Oh, das ist jetzt ja nur einer jetzt gerade hier.
Und ansonsten ist hier wieder mal echt gar nichts. Das ist eine richtig tote Welt, ja? Mhm. Was ist hier? Was? Pickup? Eyebone. Cool. Hab ich irgendwas? Oh, das ist ein Chester, glaube ich. Was ist das hier? Chester, ja. Was ist mit dem? Das ist eine Kiste, die dir folgt. Cool. Ach, hier ist ein Steinweg. Ja, den habe ich auch gerade. Da laufe ich auch gerade mal lang. Wie geil ist das denn? Hau ab, ihr blöder Vogel. Ich kann noch keine Schaufel machen, oder? Achso, die muss ich erst erforschen, gell? Ich glaube... Was? I can't see the bottom? Du sollst das Ding hier nehmen. Nö, will er nicht. Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Ich komm dir nach, gell? Was ist denn das? Marble Tree. Was? Marble Tree? Oh, guck mal, hier ist doch voll schön. Hier bleiben wir. Im Norden. Ich bin nach Norden gelaufen. Da bin ich auch gerade auf dem Weg. Ja, da bist du doch. Achso, jetzt bist du da. Ey, ist doch cool hier. Was ist das? Hier bleiben wir, oder? Hallo, Chester! Das ist cool, hier ist Gras, hier sind... Ach, ich könnte eine Falle bauen. Ja, wie viel kann ich? Kann ich noch nicht. Nee, was fehlt mir noch? Ach, Gras fehlt mir noch für die Falle. Achso, Flint brauche ich, glaube ich, auch. Ich sammle jetzt hier mal alles ein. Jetzt peile ich es ja schon besser, sagte er und starb. Sagte er und starb, ja. Das kann ja relativ schnell passieren mit dem Sterben, wie wir gerade eben festgestellt haben. Genau. Achso, kann ich dann jetzt irgendwie schon eine Axt oder sowas bauen? Ja. Ich kann eine Falle kann ich schon mal bauen. So, die habe ich mal. Ah, jetzt wird es gleich Dämmerung. Ja, deswegen sammle ich gerade mal ein bisschen Holz hier oben. Es ist auch ein Hase, aber auch nur einer. Ich habe jetzt hier mal... kann ich noch mal eine bauen? Ja. Ich habe jetzt mal zwei Fallen. Bau die Falle, du Zipfel. So, da habe ich mal zwei Fallen, die stelle ich mal auf. Oh, nimm. Plant. Weiter Knopf gedrückt. So. Gott, wo bist du? Links, oder? Ich bin weiter nach oben. Ich komme jetzt aber gleich nach unten. Soll ich mal hier irgendwo ein Feuer machen? Nein, noch nicht. Machen wir erst, wenn Nacht wird. Achso, weil ich bin jetzt hier bei diesem Bäumchen oder was immer das für Zeug ist hier. Genau, da unten bei der schicken Plattform. Ja, das kann war ganz schick. Kann ich da abhauen davon? Das weiß ich nicht. Ich probier's jetzt einfach mal. Also irgendwas hatte ich gesehen, es gab irgendein Rezept, wofür du Marble brauchtest, aber frag mich jetzt nicht. Also er will gerade nicht. Ach, hier sind nochmal Beeren, sehe ich gerade. Die schnapp ich mir noch. Dann nehme ich ja das Gras noch mit. So, dann nehmen wir den hier noch mit und die Karotte noch mit und die Beeren hier noch mit und noch ein bisschen Gras. Und dann mache ich mich mal auf den Weg nach unten zu dir. Ja, ich bin hier in dem Umkreis von diesem Ding hier, was immer das ist. Ja, das weiß ich auch nicht, auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich kommen da nachts Monster her oder ja, sowas. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber wir probieren das jetzt mal aus. Mehr als nochmal sterben kann ja nicht passieren. Uff, mein Gott, sag, wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf, hat er gesagt. Marble ich sammle jetzt hier noch alles ein, aber es wird gleich Nacht. Jetzt komme ich echt zurück, weil sonst... Weißt du, was sie zu dem Baum sagt? Was? die schlechteste Art von Bäumen. Die brennen nicht. Ja, bei mir, don't think... also an bei Axt mir sagt er, ich glaube ja nicht, dass die eine Axt schneiden könnte. So. Aber Marble ist doch Stein eigentlich, oder? Wie wär's dann mit einer Pickaxt? Wie hast du da mit einer Pickaxt? Weiß ich nicht. Soll ich ein Feuer machen? Ja, kannst du machen. Campfire, oder? Na, wir können ja, glaube ich, nur das Kleine jetzt im Moment machen, ne? So. Wir haben ja noch kein Holz gefunden. Gut. So, dann werde ich auch gleich mal meine Karotten gucken. So, ich habe keine Karotten, ich habe aber... Beeren. So, ich fress das Zeug jetzt auch gleich mal. Was ist denn das für ein Zeug? Ich habe hier ein Eyebone. Na, der Eyebone, das ist Chester.
Der so. Folgt jetzt immer demjenigen mit dem iPhone. Ach so, das ist ja cool. Mal den Holz nachlegen, weil es nachts dunkel wird. It's so flammable, hooray! Ah, da liegt noch was Seeds. Ist noch was zu futtern. Guck. Was hast du rausbekommen aus diesen komischen Bäumen? Marble. Pickaxe, Mist, fehlt mir Flint. Aber wir brauchen ja so oder so erstmal wieder eine Science-Maschine, dafür brauchen wir Stein. Beziehungsweise Gold. Wir kleiner Indianer ums Feuer. Raubt das eigentlich Kraft? Bleib lieber mal stehen, ha? Ich weiß nicht, hab ich auch schon überlegt. Was ist denn das hier? Show Map? Rotate Left? Achso. Jetzt muss ich mir mal angucken. Science Machine. Ach, da gibt's ja mehrere Maschinen, das ist ja cool. Klamotten gibt's auch. Ich kann wieder mal eine Torch basteln, dann könnte ich nachts unterwegs sein. Du hast ja am letzten Mal gesehen, wie lange die hält. Ja, ist gleich weg. Ja, ja. Vor allem, wenn man damit einen Büffel schlägt. es wird hell. Okay, jetzt lass uns hier runter. Und jetzt hin. Da brummt irgendwas, da will ich nicht runter. Hörst du das? Nee, ich höre nur Chester. Boinken, boinken, boinken. Ja, ich habe hier irgendwas brummen hören. Na, Bienen wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Und Bienen? Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir halbwegs zusammenbleiben. Ah, hier sind Bienen. Bienen greifen übrigens auch an. Das dachte ich mir schon. Deswegen lasse ich die auch in Ruhe. Oh, ich habe Stein gefunden. Ich habe kein Pickaxe, also, aber ich jetzt habe ich hier. Ich habe hier endlich Flint gefunden, das ist gut. Damit kann ich mir jetzt auch eine Pickaxe bauen. Aber es war auch nur ein einziger Stein. Achso, das ist natürlich blöd. Ja. Geh weg, Biene, ich will gar nicht mit dir spielen. Karotte! Büsche! Busch gefunden. Bärenbusch. Was ist eigentlich mit diesem blöden Pickup Red Mushroom? Das hat er genommen. Ah, den kann ich essen. Ach Gott, hier, nee, liegt wieder ein Skelett rum. Skelett? Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Das sind nochmal Seeds. Ich flöte jetzt gerade. Nehme ich die Axt mal so mit, ich habe keinen Platz mehr am Inventar. Achso, ich habe hier Karotten. Eine Karotte nur. Aber Flint. Und Beeren. Und hatte ich nicht Flint. Noch eine. Ich habe gar keine Axt mehr, oder was? Doch, hier. Pick up Berries. Berry Bush. Das ist nochmal eine Karotte. So. Nein, du solltest es dann noch aufsammeln, bitte. Nochmal eine Karotte. Jetzt bin ich wahrscheinlich so weit im Norden, dass ich es gar nicht mehr schaffe, zurück. Da hast du noch genug Zeit. Ich nehme erst die Karotte mit. Pick up, du die? Du Sack. Oh nein, mein Holz ist auch voll. Dann hat sich jetzt die blöde Karotte hier. Nehmen wir ein Holz mit hier oben. Ja, nee, ich muss zurückgehen und ich muss uns irgendwie eine Kiste bauen oder so. Du hast ja einen Chester, du kannst ein bisschen auslagern oder ich muss einen Rucksack basteln oder irgendwas. Ja, ich nehme hier alles mit, was ich finde. Ich habe jetzt 6 Karotten. Kann ich denn vielleicht schon einen Rucksack bauen? Oh, wenn ich wüsste, wo das war, ich vergesse das doch immer. Achso, ich muss den Baum hier umhauen. Kompass, Birdtrap, Backpack. Use the Science Machine. Hm, ja, geil. Ich würde ja gerne eine Science Maschine bauen, wenn wir denn. Oh, ich habe hier oben noch ein Schweinchen gefunden. Hallo, Schwein. Eine Sau. Noch ein Schwein. So, ich bin jetzt ganz im Norden und jetzt komme ich zurück. Ja, ich komme auch mal zurück. Oh, hier oben ist ein Schweinchendorf. Echt? Cool. Hm. Sollte man dahin, wenn uns die beschützen. Ach, können ja erstmal da unten bleiben. Wisst ihr, hinter dem Settling
Ist aber keine Scheiße, oder? Ne. Da ist nochmal eine Karotte. Irgendwas schreit da ganz widerlich. Ach, das sind die Vögel hier. So, ich nehme jetzt hier einfach alles weiter mit. Ja, ja. Weg. Das ist wahrscheinlich auch immer richtig, so irgendwie alles einzustecken. Ja. Oh, es dämmert schon wieder. Ich gebe Gas! Wie weit muss ich denn runter? Ach du Scheiße. Wir haben ja auch ein ganz schönes Stückchen vor mir. Aber ich kann die Karotten hier nicht liegen lassen, das geht nicht. Das andere Zeug kann ich liegen lassen, aber keine Karotten. Lauf, Forest, lauf. Lauf ich denn in die richtige Richtung? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich zu Hause. Das sieht's. Essen lasse ich nicht liegen. Weil der Chesty. Boing, 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 boing. Der ist voll süß. Ah, ich bin fast zu Hause. Das ist gut. Zumindest nicht mehr so lange. So, ich hab's auch gefunden. Aber ich kann keine Science-Maschine bauen, ne? Ne, bräuchte ich noch Gold und noch, ja. Gold habe ich auch keins. Ja, Stein reicht auch nicht, so ein Mist. Stein habe ich null, Holz habe ich. Sollten wir nochmal ein Campfeuer machen? Ja, müssen wir ein Campfeuer machen, ja. Ich dachte, ich habe gerade genug Stein, aber... So, hier ist Feuerchen. Offensichtlich nicht, denn... nee, mach ich die Karotten. Kann man die Beeren eigentlich auch kochen? Ja, ja. Also ich glaube, du kannst dann halt auch mit diesem Kochtopf auch höherwertiges Essen machen, was sich auch ein bisschen besser heilt und so. Das kann natürlich auch sein, weil das wäre nicht schlecht. So, hauen wir jetzt mal die Wampe voll. Ah, hier habe ich noch 10 Karotten, habe ich noch. Na, ich habe noch ein paar Beeren, aber ich bin jetzt auch voll. Ich nicht, ich bin bloß halb voll. Ich fresse mich jetzt auch voll bis oben hin. Wenn die Nacht anbricht, glaube ich, machen wir eh die Folge. Dann ist schon wieder Folgenschluss. Ach, naja, denn. Mach erst wieder die Wampe vollhauen. Fressack. So, ich bin voll. Fast. 141. Das hab ich. 132. 31. Und ich habe jetzt noch 7 gekochte Möhren und eine Roasted Berries. Naja, zum Anfang hatten wir auch noch relativ viel Essen. Oh. Achso, das Campfeuer kann man... Mit was macht man das Ding hier? Wie kann man das anheizen? Mit was? Damit Holz. Achso, ich drücke immer die falsche Taste. Minecraft-Noob. Depper da. Ich drücke immer rechts. Okay, aber dann beenden wir den Part hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten, tschüss, bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.